Da müssen wir ja einiges wieder machen. Piraten schlafen jetzt. War nett, gut, positiv, aber ja. Auch wenn die Piraten vielleicht jetzt schlafen. Den Marmorfelsen müssen wir jetzt hoch wegen dem Baum. Dann müssen wir das mit dem Baum noch machen. Puh. Dann haben wir noch wegen hier im Wald haben wir da noch ein Zeug zu erledigen. Wir haben dann noch die Schreine, wo uns irgendwie einer fehlt. Ja, das ist dann doch noch ein bisschen was. Nur nicht so gedacht, dass es doch so viel noch ist. Genau war der Felsen. Das Ding haben wir hier. Sehr gut. Nicht mehr hin. Hier haben wir alles. Haben wir vielleicht hier drüben noch? Ich weiß es halt nicht. Ich gut, sie fix nochmal. Jetzt war so ein komischer Baum, aber. Aber hier ist ja auch. Hier ist ja eigentlich nur ein Brunnen. Merkwürdig ist. Gift Chain. Der Gift Chain. Ein Gift Chain gibt es nur Gift. Hier sind solche kaputten Bäume. Aber die sind nicht. Die wollen sie nicht. Na. Na. Jetzt wird es push. Da haben wir Busch. Der im Baum geht's gut. Ah, hier. Da sind zwei von diesen riesigen Bäumen eingesammelt. Er sieht relativ gesund aus. Riecht aber modrig. So. Nebenaufgaben.
Bring Hazel den Zweig. Bibliothek von Eichenport, okay. Lass mich raten, wir spielen jetzt Baumretter. Ich habe so ein dumpfes Gefühl, dass wir wirklich die Baumretter spielen werden. Das Geräusch nicht. Man kriegt aber auch auf ein Heilzeug. Ich mir überlege, was man da zusammenkraften kann. Oder was man davon kaufen kann. So gesehen ist es dafür ausgelegt, dass man da ein bisschen sich kantig gibt mit Heilung. Die Bibliothek. Doch mal wieder zurück. Oh Mann. Why not? Auf den Eichenport, auf zur Bibliothek. Hauptsache, ich finde den Weg. Ja, hoch. Noch eins höher. Dann hier, genau, hier runter und dann hier hoch. Hazel. Wollte sie sich nicht in der Bibliothek mit mir treffen? Hazel? Hey Tila, hast du mir einen Zweig von einem der beiden anderen Bäume gebracht? Habe ich was, hast du rausgefunden? Das sind, was? Manna-Eichen. Anscheinend hat sie der Meerkönig von Ewigen angepflanzen lassen. Ein Mann namens Amalentia hatte sich um sie gekümmert. Das Wollwische war ja die Wurzelgefäste auch für die Wuchs aller anderen Bäume in Eichenpott maßgeblich war. Amalentia lebt dort, wo jetzt das Dorf der Efeustrom ist. Sein Geist beschützt wohl immer noch den Wald. Zeig mir den Zweig, den du mitgebracht hast. Geist? Schützt? Wir hatten den Geist. Natürlich hier. Ja, das bestätigt meine Vermutung. Die anderen Manna-Eichen sind auch erkrankt. Der Mehltau arbeitet sich wohl von den Wurzeln über den Cambium hoch, aber wenn die alle krank sind, sind ihre Wurzeln miteinander verbunden. Na gut, kannst du nach Efeustrom gehen und Umfragen herausfinden, ob jemand etwas über die Geschichte von Manna-Eichen weiß oder warum sie krank sind? Du glaubst, dass es dort jemand Bescheid weiß, weil da vor Ewigkeit mal dieser Amalentia gelebt hat? Manchmal halten sich die alten seltsamen Traditionen lange, lange Zeit. Und es heißt, dass... Das heißt doch, dass es einen Geist gibt. Jedenfalls werde ich mir die Bäume selbst auch nochmal ansehen und versuchen, sie zu behandeln. In diesem Brief mit darin sind die Symptome der Bäume aufgelistet. Nur für den Fall, dass du sie selbst nicht beschreiben kannst. Danke, Hazel. Gut, ich werde mich in Efeustrom schlau machen. Vielleicht finden wir ja was. Danke, wow, was ist das?
Ich weiß nicht, was das herkam. Es sah so aus wie ein Monster, das mich angriff, als ich den Zweig von den Mana-Eichen aussammelte. Das gibt keinen Sinn. Ich glaube nicht. Meinst du, dass es etwas gibt, das schlau genug ist, um Mädchen auf den Bäumen zu schützen zu wollen? Link, das lächerlich in deinen Ohren. Ich kenne mich mit Biologie nicht aus. Ja, das wäre echt lächerlich. Trotzdem, sei vorsichtig. Eigenartig ist es auf jeden Fall. Eigenartig ist es definitiv auf jeden Fall, wenn das um 4 hinterherläuft. Aber jetzt dürfen wir noch mehr reisen. Hier mal da und Efeustrunk. Oh, wo war denn das schon wieder? Ja, wir werden das schon alles irgendwie finden. Nein, lass mich durch. Lass mich hier durch. Die Feste können wir zumindest erstmal machen. So gesehen das leichteste erstmal. Die haben kranken Bäume. Komm schon, ich will doch hier nur durch. Ja, ja. Dann, dass ich hier falsch bin. Einfach schon. Aber eigentlich, wir sind hier lang. Hier bin ich zu 100% falsch. Oder? Nee, wir sind die richtig. Wenn wir hier runter machen, sind wir richtig. Eine Orientierung. Uff. Die Karte ist halt semi-hilfreich. Semi-hilfreich. Das, was wir gerade brauchen, ist halt nicht auf der Karte verzeichnet. Und reisen wir eh nur von Stadt zu Stadt. Wir können zwar jetzt auch was Holz ist, alles wegbrennen, aber ja. Hat uns bis jetzt auch noch nicht geholfen. Noch nicht geholfen.
Aber dieses komische, komische Schrein ist, der uns fehlt, ja. Es ist für mich immer noch so ein Rätsel. Bisschen falsch. Sowas von falsch. Krähenfest. Nee, wir sind richtig. Wir sind nur falsch abgebogen. Wir müssen zurück. Lauf mich doch gerne mal. Kranken Bäume, naja. Jetzt sind wir definitiv richtig. Wenn ich raten müsste, dürfen wir auch gegen, ja, eine riesige Krähe kämpfen. Oh. Die ein paar Eier auf uns fallen lassen will. Der Schlafsang mit wir hat wohl funktioniert. Suchen wir Al-Jazi. Dann suchen wir, würde ich mal sagen, im Piraten. Aber in der nächsten Folge.